Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki ist wieder für euch am Start und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zu Medieval Dynasty. Ich war noch kurz Kupferhämmer verkaufen. Gleich vorweg, es kam der Patch gestern am 30. Der Bug ist jetzt weg. Mit dem Einfrieren. Genauso wie die Lagerhäuser wurden verbessert, keine Option für den Client und die Haltbarkeit von Werkzeugen und Gebäuden zu überprüfen. Die Kamera schaltet manchmal nicht richtig um, wenn man in den Ragdoll-Modus wechselt. Und es gab noch ein paar Aktualisierungen wie höhere Dynastieabzüge bei Steuerquests, wenn die gescheitert ist, verschiedene Produktionssachen. Es gibt mehr Erfahrungen für Kochsachen wie Brei, Grütze, Rührei und noch vieles mehr. Reduzierte Erfahrung beim Herstellen von Fleisch mit Soße, Fladenbrot. Wind- und Regengeräusche klingen jetzt im Quadrophonie 4.0 Dolby-Unterstützung. Ah ja, kleine Anpassung an den Ruin auf der Karte Oxbow. So, nur damit vorweg und ich sage wie immer vielen lieben Dank für alle Likes und Kommentare. Für euch alle als Unterstützer. Und ich habe diesen kleinen Mann hier entdeckt. Hallo, was haben wir denn da? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Du wirst derjenige sein, der um Hilfe bettelt, wenn ich mit dir fertig bin. Muhahahaha. An deinem bösen Lachen musst du noch arbeiten. Oh nein, tu mir nichts. Halt die Klappe, gib mir all deine Münzen und Wertsachen. Nein, du gibst mir all deine Münzen und deine Wertsachen. Bist du blind? Natürlich bin ich ein Räuber. Natürlich. Hier ist dein Geld. Gib 5 Münzen. Und was haben... und was, wenn ich kein Geld habe? Dann musst du sterben. Gut, töte mich. Warte. Du sollst nicht sterben wollen. Du hast alles kaputt gemacht. Und du sollst deinen Eltern zu Hause helfen, anstatt unschuldigen Menschen aufzulauern. Geh nach Hause. Okay, das ist eine witzige Dings. Hier mit seinem Pferd, ne? Schon cool. Ja, ich habe noch Kupferhämmer hergestellt und habe die verkauft. Weil in meinem... Ich bin ja wieder zurück auf Twitch. Dann haben wir am Montag im Stream ein neues Dorf angefangen. Also schaut doch da gern wieder vorbei. Oder schaut euch auch gern das VOD dazu an. Ja, haben wir ein neues Dorf angefangen, natürlich auch in Oxbow und natürlich aber auch an einer ganz anderen Stelle, die ich sagen muss, tatsächlich, im Gegensatz zu unserer Insel, wo wir gebaut haben, oh, echt anstrengend ist. Du musst extrem viel laufen für Holz. Und, ja, genau. Weil hier oben bei uns ist alles voll mit Ahorn. Da unten ist alles nur voll mit Kiefern. Und Kiefern geben nur 3 Holz. Und wenn du immer mit 4 gearbeitet hast, macht das schon, so blöd es klingt, echt einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall war ich auf dem Markt, habe Dinge verkauft. Weil ich Deko-Ideen habe. Und bevor ihr jetzt seht, was ich schon gemacht habe... Laufe ich mal hier rum. Ah, sieht schon herrlich aus mit dem Mond und so. Mit dem Mond und so. So. So, dass dir nichts auffällt. Schön hier rum. Guten Tag. Da, ah, der Kohl bei uns zu Hause ist auch gewachsen. Was habe ich da angepflanzt? Karotten. So, und ab zur Frau ins Bett. Herrlich. Wunderschön. So, da. Also. Sei ich eigentlich noch drin? Ich gucke jedes Mal wieder rein. Stimmt, ich habe noch einen Kupferhammer. Nehme ich mal mit. Ah.
alles wächst und gedeiht. Dacht mir auch tatsächlich, bin mir noch unschlüssig, aber vielleicht habt ihr eine Idee oder schreibt es in die Kommentare. Sollen wir da drüben ein, zwei Häuser hinstellen? Weil später kommt hier ja eh eine Brücke rüber. Ah, mal gucken. Bin mir noch unschlüssig. Wir wollen ja nicht auf Effizienz bauen, sondern auf so, wie es uns halt gefällt. So. Wie ich euch gesagt habe, ich habe Geld ausgegeben und ich... Ach, den könnte ich auch schon kaufen, überdachten. Eigentlich hätte ich ja gern alle drei, ne? Ich habe aber nur Geld. Ah, wir nehmen jetzt erstmal... Den hier, überdachter Torbogen. So. Weil ich dachte mir, heute bauen wir, ich laufe rückwärts, dann seht ihr das besser. Dachte mir, heute bauen wir so ein bisschen an unserer Schenke mit Biergarten weiter. So. Ich hab da was gemacht. Und was meint er? Sieht doch schick aus, oder? Und jetzt? Mir ist nämlich irgendwann eingefallen, Mensch. Ich hab doch die Spaliere. Okay. Ich muss die Wege anders so machen. Weil ich würde das ja gerne hier so anschließend haben. So. Okay. Also doch, warte. So, dann. Na. Na. Sehr gut, okay. Weil, dann können wir jetzt hier... Mensch. So, oder? Doch, so ist gut. Und jetzt kann ich nämlich hier Pflanzen spaliere. Ich habe die total vergessen, ne? Bin ich ja mal ganz ehrlich. So. Sehr fein. Genau. Und ich muss hier wieder wechseln. Und so würde ich das wahrscheinlich komplett durchziehen. Beziehungsweise hier habe ich mir gedacht, hier könnte man vielleicht auch noch zumachen mit dem... Ach, jetzt habe ich dafür ja wieder kein Geld. Ach, komm schon. Dekorieren ist so teuer in dem Spiel. Ah, aber den habe ich gemacht. Dann machen wir es mit einem Bretterzaun. Es ist zwar nur Deko, aber dann könnte man ja hier, ne? Klar, der Weg muss nochmal weg. Na. So erstmal. Genau, den Spalier lasse ich. Moment, ich zeige euch, wie ich meine. Ich würde wahrscheinlich das Spalier allgemein lassen, so drumrum.
mich ein Stück zu weit vor. Ich hätte gern hier das Tor. Achso, ja, das geht jetzt wahrscheinlich eh schief, weil ich habe ja natürlich kein Wettertor. Ich habe auch kein Holztor. Ah. Es gibt kein hohes. Ich habe noch nicht mal das Flechttor gebaut. Ich glaube, das Holztor in hoch, das ist, glaube ich, auch hoch, wenn ich richtig dran bin. Hoffe ich. So. Wisst ihr, wie so eine Art Vorratsraum? Obwohl. How are all those candles lighting up by themselves? Ja, mal gucken. Nee, müssen wir wenn dann andersrum machen. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Okay, aber bevor ich das nicht habe, ist das eh erstmal vergebene Liebesmühe. Also bevor wir das Tor nicht haben, macht es auch keinen Sinn. Aber was schon Sinn macht, ist, wir können anfangen mit... Ah, da brauche ich Bretter, genau. Also, dann ab zum Bretter herstellen. Dann habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ob wir da drüben nicht dann auch noch gleich die Schmiede dann platzieren wollen. Mach mal kurz Platz, bitte. Dankeschön. Ich hätte gern... 25 sind 50 Bretter, 60 Bretter. Ich habe keine Ahnung übrigens, wo ich Dings her habe. Aber bevor wir das in Angriff nehmen, schreibt es mir doch liebend... Seht ihr, es funktioniert. Schreibt mir doch liebend gern in die... Hey, cool, das habe ich noch nie gesehen. Schreibt mir doch liebend gern in die Kommentare, ob ihr wisst, ob das Brettertor, beziehungsweise ob es auch ein hohes Dings gibt. Passend zu den Zäunen, ob es das auch in hoch gibt. Das wäre schon echt klasse. So, wir haben den Holztisch. Einfacher Holztisch. So, dann machen wir... Ah, ja genau. Der muss auch nochmal weg. Und der auch. Es ist so verwirrend, dass man nicht auf... Dings bauen kann. Also für mich irgendwie. Welche Bänke habe ich freigeschalten? Nur die. Naja, die sind auch zu teuer, ne? Egal. Also machen wir hier so einen Einsitzer hin. Nicht ein bisschen weit weg. Pack mal den Hammer weg, Junge. Die kann man... Oh, cool. Das wusste ich auch nicht. Ja, nett. Okay, ist gut zu wissen.
Wisst ihr, ich hätte das halt eigentlich lieber gerne hier so mit... Warte mal, wenn ich jetzt sagen würde, Bank. Zum Beispiel da. Dann den Tisch hinstellen. Ich jetzt nicht. Ah, da hinten könnte man zum Beispiel, weil es soll ja wie eine Schenke sein, da könnte man auch ein Klo hinbauen. Das wäre natürlich ja auch noch so eine Sache. Daraus nichts. Eine Waschstation. Ah, genau doch. Da hinten könnte man dann eine Waschstation reinstellen. Und ein Waschzuber. Die Butterstation und die Entfiederungsstation zum Beispiel auch. Naja, Holz jetzt nicht, aber... Da muss ich noch ein bisschen sparen, weil Licht wollen wir ja auch. Leinengarn brauche ich, genau. Leinengarn brauche ich. Beide Körbe. Bündel. Das Fass ist wichtig. Okay, was macht man das? Was blättern? Okay. Also musst du echt erst die Tische platzieren. Weiß ich jetzt nicht. Ich sehe das wohl ein bisschen anders, wa? Weil... Klar, die müssen ja auch aufstehen können und so, ist ja logisch. Baumstammstuhl, Kletterstuhl, Holzstuhl. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das stören würde oder nicht, aber... Hammer, 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 Hammer. So. Ich darf nicht auf Weg bauen, ich darf aber auch keinen Weg drunter setzen. Ah. Hey, gibt's da Tricks? Bestimmt, weil... Gut, wenn du natürlich jetzt... Man könnte ja theoretisch... Stimmt, du darfst nur auf die Randteile halt nur bauen. Ich glaube, das ist wegen der Aufstehanimation. Bin ich da richtig dran?
Ja, oder? Geht doch. Was meint ihr? Schreibt's gern in die Kommentare. Ich find's geht. Doch, man kann es so lassen. Okay, genau, dann habe ich eine Idee. Dann machen wir das hier doch mit dem Bretterzaun. Also ich platziere ihn zumindest mal vor. Machen wir so, oder? So. Okay, dann haben wir da das. Dann kommt der Spalier da drumrum. Dann könnte man hier nochmal eine Sitzecke machen, eine kleine. Genau, das ist die Idee. Moment. Und Rufbutton. Da noch mal eine Sitzecke. Da. Nein. Also wir müssen ein bisschen nachsehen für alle Hochkreativen unter euch, die auch schon seit Anfang an Medieval Dynasty spielen. Ich habe es am Anfang nie so auf... Ich habe normal gebaut halt, aber nie... so mit Ideen umsetzen, wie jetzt... Ja, aus der Küche halt. Also ich habe es halt effektiv nicht schön gebaut. So. Schon. Ach so, ja, mir fällt ein. Moment. Ja. Muss ich es so rumprobieren, genau. Ja, obwohl, es geht ja auch so. So, und jetzt hätte ich dann ganz gerne wieder hier Pflanzen, Baliere, muss ich nur gucken. Jetzt bestimmt gleich wieder entfernen. Kenn mich doch.
Wie rum will ich's denn? Wie rum heißt da? Ah, nee, so ist okay. Ja, heute wird ein bisschen länger die Folge. Obwohl, ich zeige euch in der nächsten Folge, was da draus voll geworden ist. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal. Freue mich unter jede Unterstützung von euch. Und euer Wiki sagt Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.